Auf einem unscheinbaren Bauernhof in der Nähe von Paderborn verbirgt sich hinter einer noch unscheinbareren Tür ein anderes Universum. Hier lagert der Sammler Rockin' Robin seine Devotionalien ein. Repliken und Originale aus der erfolgreichen britischen Sci-Fi-Serie Doctor Who. Im Dunkel seines Lagerraums ist es schon ein wenig gruselig, doch am vergangenen Wochenende traten die vielen Kreaturen unter der Aufsicht des Doktors ans Licht. Und das nicht, um zu erschrecken, sondern um Spaß zu bereiten. Auf der Timelash 3 in Kassel. So, der Wagen ist jetzt voll gepackt. Es ist nicht wirklich gutes Wetter und es ist auch noch nicht wirklich richtig hell und wach bin ich auch noch nicht. Aber jetzt geht's los. Timelash, here we come! Robins Sammlung ist in Deutschland einzigartig. Schon oft stellte er Teile davon aus. Allein, wie zum Beispiel kürzlich auf der Fantastica in Oberhausen oder zusammen mit der Hupu auf der FedCon und der Timelash. What do you have in store this time? Oh, I've got Daleks, I've got Doctors, I've got Aliens, and I've got some things which are brand new, which nobody's seen here in Timelash. What do you expect from Timelash? To have some fun, enjoy. Meet some old friends, make some new friends, meet some new stars, just have a great weekend. Die Timelash, ursprünglich durch eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, zog nun schon zum dritten Mal über 700 Besucher in den restlos ausverkauften Kulturbahnhof in Kassel, wo die Fans Gaststars aus ihrem Lieblingsuniversum treffen konnten. I love being called a classic. It's like an old car. I finally got the key to the TARDIS. I'm going to see if it opens, right? Follow me. Put that in. Aha! We've done it. We've done it. We're in. We've got the key to the TARDIS and we're off. Goodbye for now, KBO. Keep buggering on.
Also ich verlasse jetzt mal meine Rolle. Ich spreche jetzt mal wirklich als der Besucher. Ich bin jetzt das zweite Mal auf der Timelash 3, sprich die erste habe ich leider verpasst, weil ich nichts darüber erfahren hatte und ich war auch noch nicht so ein eingefleischter Dr. Who-Fan. Jetzt bin ich das zweite Mal hier, weil ich seit der letzten Timelash einfach süchtig geworden bin. Es macht einfach Spaß. Ich habe einen sehr passenden Kommentar im Internet gelesen. Endlich mal normale Leute. So, it's one of the best because it's so well organized without appearing to be organized at all, if you know what I mean. I.e., it's very relaxed and everything runs smoothly. So, no, it's been brilliant. Ich brauche dich nicht zu fragen, wie du darauf gekommen bist, genau dieses Kostüm zu machen. Aber du bist ja auch großer Tom Baker-Fan. Auf jeden Fall, ja. Aber die Ähnlichkeit, das hat man mir heute gesagt, war mir nicht so bewusst. Aber ich bin einfach nur großer Fan. Wie findest du denn die Timelash bis jetzt? Geil, geil wie Sau. Also ich bin wirklich froh, dass ich das hier für mich entdeckt habe und so weiter. Das ist der Höhepunkt des Jahres und das ist kein Witz. So in dem Kostüm, es strengt ein wenig an. Man ist nicht so beweglich, wie man es normalerweise gewohnt ist. Und man muss ja auch noch eine ziemlich böse Figur verkörpern. Und das dann alles hinzukriegen, ist nicht so einfach. Da fällt man noch ein paar Mal auseinander, wie wir gesehen haben. Das Leid der Cybermen, das kriegt keiner mit. Das ist alles Backstage. Und willst du es wieder tun? Na klar. These are better than the ones we had. In my story, was it Revenge of the Cybermen? From my memory, it was just like a wetsuit that had been sprayed with silver. Don't remember what was underneath, but I don't think the shoes were as good. Yeah, and the helmet was very primitive as well. Yeah, but they got very hot. We had to let the actors out in the studio because in those days the lights were so hot and so big that they couldn't work for very long. We had to let them out and stop recording. In your opinion, from your Cybermen to now Cybermen, then Doctor Who to now Doctor Who, how has it evolved? Well, I think the costumes have got a little bit better, but the big difference is they shoot it, like single camera, so they can make it more like a movie these days, whereas we would, you know, in the old studio, and so it was a slower tempo. And the big difference is they now have post-production. They can take the pictures and add all the effects or a lot of effects afterwards. They can multiply the numbers of extras in a background. So they give it an enormous scale, which we couldn't do. We just had two Cybermen and a dog, you know.
know. This is John Leeson on the second day of Time Lash 3, and I'm still here and still enjoying myself. It's lovely. For me, Time Lash has been probably one of the most focused conventions I've been to. And I've been to a lot of conventions. The welcome that we have got here from the German fans is amazing, absolutely amazing. Back home in Britain, of course, we have smaller conventions maybe, and we're a bit more laid back and sort of less demonstrative. But here in Germany, it's wonderful. And the organization of this particular convention, I think, is tremendous, really tremendous. I would recommend any other actors I know to come to Time Lash. I would. How about that? Madame Waschtra auf der Time Lash, wie gefällt es Ihnen denn hier? Super gut, wir haben viel Spaß. Wir waren gestern schon hier und haben die Prominenten gesehen. Peter Davison, den wir ja eigentlich alle mehr als Tristan kennen, aus Der Doktor und das liebe Vieh. Da ist man wirklich glücklich, ihn mal live zu sehen, und auch Badland und die anderen, dass man die hier erleben darf und die so nett sind und gute Laune haben. Und natürlich auch die vielen Verkleidungen. Das ist sehr interessant zu sehen, wie viele Fans es doch in Deutschland gibt. Die Maske ist auch selbst gemacht? Ja, die ist selbst gemacht. Die habe ich mit Gesichtsabdruck und Latexmilch und Gipsabformung gemacht. Das war viel Arbeit. Und was steht heute noch auf dem Programm? Ja, ich nehme am Contest teil. Und ansonsten, wenn wir hier so ein bisschen Convention-Luft noch schnuppern, das Flair genießen und mit Leuten quatschen und natürlich sehen, dass wir heute wieder nach Hause kommen, wie Bahn fahren wir nicht im Moment. Da hoffen wir, dass wir noch gut heimkommen. Ja, dann wünsche ich erstmal viel Glück beim Contest und viel Glück bei der Heimfahrt. Ja, vielen Dank. Der Costume-Contest war unterhaltsam, ohne Längen und sympathisch moderiert. Der Spaß stand wie bereits in den Vorjahren im Vordergrund, was man sowohl dem Publikum als auch den Teilnehmern anmerkte. Also ich fand sie alle toll. Mein persönlicher Favorit, so ganz knapp vorne, war die emotionale Verabschiedung des ersten Doktors von seiner Enkelin Susan. Believe me, my dear, your future lies with David. And not with a silly old buffer like me. One day, I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs and prove to me that I am not mistaken in mine. Goodbye, Susan. Goodbye, my dear. Woo!
Nein! Sorry, did I miss something? Hello. Stuck my glasses in the back of my head. Die nächste Timelash gibt es 2018 vom 27. bis 28. Oktober, wieder im Kulturbahnhof in Kassel. Es wird auch wieder neue Ausstellungsstücke zu bewundern geben, doch mehr wird noch nicht verraten. Bis dahin, habt Spaß und lasst euch nicht unterkriegen. Affirmative Master, you are very welcome. Please come to Timelash 4.